harten Zweikampf mit dem Villarus versucht er High to Low. Diesmal kommt der Pass bei Thomas nicht an. Gegenzug Fiers. Ja, jetzt hat er bald auf den Knien weitergespielt. Sucht das 1 gegen 1 gegen Woschang. Mitten zwischen die Augen von Armin Woschang und Fiers für 3. Jo. Um abzuschließen. Jetzt macht Fiers das Spiel sehr schnell. Suljanovic, sein berühmter Move heran. Und jetzt kommt Suljanovic. Dadurch ist der Wurf für Fiers offen. Und der sorgt für den Gleichstand. Ja, wenn nichts mehr geht, dann geht es auf eigene Faust. Gute Entscheidung in dieser Situation. Mohr greift nicht mehr hin, aber straight. Arnold mit dem Versuch, die ersten Punkte für Kapfenberg nach der Pause, dass er von 12 Punkten wiederhergestellt ist. Arnold, 5 Sekunden auf der Shot Clock. Fiers aus 7,5 Metern, Treffer. Also wenn Arnold und Fiers jetzt... Fiers wieder für 3. Ja, ja, jetzt lassen sie es krachen. Dieses dritte Viertel erinnert ein wenig an einen 3-Punkt-Contest. Der Sieg aus. Arnold für 3. Jo. Hat allerdings 57% Kapfenberg, 58% Wales. Das ist ausbaufähig. Kommt über die Baseline, überwirft den Korb. Arnold sichert den Ball und im zweiten Versuch Fiers aus der Dreierdistanz. Daye. Ah ja. Nimmt in dieser Woche noch gegen Oberwart und gegen Fürstenfeld. Fiers trifft mit Foul, das ist schon mal ein guter Ansatz, den Rückstand wieder zu verringern. Zweites Foul gegen Andrew Strait. Punktspiel. Genützt. Die Unterstützung von den Rängen ist auf jeden Fall wieder da. Ja, Fiers belässt es mal bei 2, aber auch das reicht, um Roy Corner das Nervenkostüm etwas schrumpfen zu lassen. Der Welser Coach zieht an der Handbremse. Suljanovic bockt schon wieder am Rebound zu. Das war sein 13. Ja, 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 ja. Und da ist der Dreier von Jeremy Fiers, der diese Partie wieder richtig spannend macht.